Was seid ihr für Lumpen? Wen haben wir denn hier? Eine Bande schmutziger Dänen, die unsere Flüsse besudelt? Du da, sag uns deinen Namen. Die haben gar keinen sächsischen Dialekt. Ich bin Sigurd, Jarl von Vornberg. Und ihr seid? Männer, die Dänen nicht wohlgesonnen sind, die in unser Lager einfallen. Ihr verschwindet besser, Heiden, und erspart euch das Gemetzel. Ihr fordert neun das Leute mit war dem die falsche Antwort. Erwartet, dass sie fliehen? Ich habe 8 Tage auf See verbracht. Meine Axt dürstet nach Blut. Ersparen wir uns das Gerede. Zieh deine Waffe, du Wurm! Genau. Erledigen wir sie! Schon 8 Tage keinen mehr getötet. Das geht doch nicht. Die heidnischen Hunde! Ihr bleibt eine Pfütze! Oh. Digga. Was hat der in der Hand gehabt? Hey. Wow. Ich töte dich. So, Digga, noch Fragen? Sind es diese angelnden Sachsen? Oh, kann sein. Oder waren das die Angelsachsen, die von England runtergekommen sind? Ich weiß es gar nicht mehr. Gut, ich überprüfe das Langhaus. So. Nur erstmal noch ein bisschen Loot. Loot ist immer gut. Hier gibt's aber nichts. Okay. Die zum Lager führen im Auge. Wir müssen mit einem Hinterhalt rechnen. Soll das euer Langhaus sein? Nee. Weiß ja nicht, was die Engländer darunter verstehen. Diese Männer wissen nichts. Ach, da steht ein Langhaus. Nachlässige Narren. Kommt, ihr Feiglinge. Männer wollt ihr ewig leben. Erstmal die Tür auf. Sigurd, Dag, hierher. Die Männer hielten Gefangene. Ja, ist bestimmt eine Falle. Mal gucken, ob sich hier jemand versteckt. Kai aus der Kiste. Oh, sieht nicht so aus. Okay, was geht mit euch? Ihr da, bindet uns los. Lasst uns gehen und wir tun euch nichts. Mutige Worte für eine Gefesselte. Du gefällst mir. Wir sind umgängliche Leute, versprochen. Ihr müsst uns nicht töten. Ruhig, Freund. Wir haben nicht vor, euch etwas zu tun. Wie heißt ihr? Ich bin Jan Li, eine Händlerin. Keine Banditin wie die anderen. Das ist Ruadan. Der Ruhige. Ruadan, richtig. Ich bin Stallbursche, mehr nicht. Ich habe die Pferde versorgt, bis diese Rohlinge sie verkauft haben. Uns wollten sie auch verkaufen. Als Sklaven an den Nächstbesten. Eher hätte ich ihnen die Augen rausgerissen.
Wie genau seid ihr hier gelandet? Wir wollten auf Jarl Halfdans Wunsch mit den Söhnen Ragnars handeln, aber sie waren weg, als wir ankamen. Mach sie los. Du kennst die Söhne Ragnars? So ist es. Ich habe ihnen viele Pferde verkauft. Gute Lief Männer. Doch auf sie Amazon Prime Video. Dem Lager nach zu urteilen, sind sie schon länger weg. Wo geht ihr jetzt hin? Was werdet ihr tun? Ich baue meinen Stall auf, fange neu an. Ich habe Freunde und Verbündete, die mir helfen. Aber leicht wird es nicht. Jeder Ort braucht einen Stall, um die Pferde gesund und gepflegt zu halten. Ich werde schon Fuß fassen. Irgendwo. So, unsere ersten Mitarbeiter. Was denkt ihr? Wir könnten die beiden in unserer neuen Siedlung gebrauchen. Wir hätten Zugang zum Handel und jemanden, der die Pferde im Blick hat. Daran dachte ich auch. Freunde der Söhne Ragnar sind auch meine Freunde. Oder, Dark? Was immer du für das Richtige hältst. Ja, führt doch was im Schilde mit seinem. Ruhe dann. Ich bin Sigurd, Jarl von Faunberg, Sohn von Styrbjörn. Das sind Eivor und Dark. Es steht euch frei zu gehen, aber ihr werdet mehr als willkommen zu bleiben und uns zu unterstützen. Sehr gern. Und sei es nur, um wieder auf die Beine zu kommen. Dann ist es beschlossen. Der Rabenclan heißt euch willkommen. Genau. Von Fremden zu Freunden zu Familie. Alarm. Die anderen sind da. Kommt. Das Horn Helmhammerhands soll erschallen in der Mark. Geehrte Familie, Freunde, willkommen in eurem neuen Heim. Vincent Raven, Alter, der war so lächerlich, der Typ. Wie er seiner Krähe immer zugeflüstert hat. Geil. Der ist immer noch auf Tour, ne? Unglaublich. Habe ich in Mannheim habe ich ein Plakat gesehen. Ne, in Brühl. Ja. Aus Jux würde ich mir den auch anschauen. Ja, irgendwie schon, ne? So mit dem Vorwand dahingehen, ihn einfach nur auszulachen die ganze Zeit. Und am Ende sitzt man wahrscheinlich da und denkt, hä? Wie hat er das gemacht? Ich meine, damals in der Show beim wie hieß sie noch? Juri Geller Show, oder? Kann es mit jedem in der Heimat aufnehmen. Echad, Steim, Schalosch. Komm. Rand, das war schon interessant, gefunden, was du sehen musst. Ja, diese Mentalisten-Dinger. Eivor, Sigurd, das ist Englerland mit seinen 4 Königreichen. Das hört sich an, als würden die stottern. Mercia, East Engler, Nordhümbre und Westsexe. Von den wenigen Plänen und Karten hier schließe ich, dass die Söhne Ragnars weiter nach Mercia vorgedrungen sind. Hier. Ja, weiß man ja. Meine Späher bald Gewissheit bringen. Und wo sind wir? Hier, in diesem namenlosen Wäldchen. Namenlos. The Forest. Daran müssen wir etwas ändern. Wie nennen wir diesen Ort? Darf ich? Ich habe einen Vorschlag. Aha. Wald. Hrefnatorp. Das Dorf der Raben. Okay. Gefällt mir. Dein innerer Poet hat gesprochen. Eines Tages kennt ganz Englerland diesen Namen. Ein Name ist nur der Anfang. Englerland. Wenn wir Ruhm wollen, müssen wir bauen, erweitern. Ich stimme zu. Wir sollten mit einer Schmiede beginnen. Kannst du Gunnar dabei helfen? Wir brauchen Waren, Vorräte. Die werden unsere Nachbarn liefern, ob sie wollen oder nicht. Boah, das ist aber jetzt nicht wir so sind gerade erst angekommen und schon ein Raubzug. Aufbauspiel, oder? Wir können oder? Diese Lande nicht erobern, indem wir bitten. Ich bin Wikinger, ich will töten, brandschatzen, vergewohltätigen. Sehr gute Arbeit. Was hast du noch gefunden? Gunnar. Ein schlechter Ort, Eivor. Wirklich nicht.
Coole Stimme, Digga. Kann ich dir etwas helfen? Sigurd will, dass deine Schmiede so schnell wie möglich einsatzbereit ist. Dafür brauchen wir Vorräte und Reichtümer. Ah, du willst auf Raubzug gehen. Gut, gut. Wie ich diese Tage vermisse. Das Plündern und Rauben, den Klang der Schwerter, das Splittern der Schilde. Genau. Wir verstehen uns. Ich würde dich bitten, uns zu begleiten, aber du bist der einzige Schmied. Zu wichtig für uns. Oh, keine Sorge. Ich schmiede Äxte besser, als ich sie schwinge. Mein Platz ist hier, nicht an Bord eines Wasserpferds. Da fällt mir ein, der lachte, ohne eine Miene zu verziehen. Ich habe in den Sachen der Räuber eine Karte gefunden. Darauf wurden Mönchshütten der Sachsen verzeichnet. Aha. Natürlich. Räuber wissen so gut wie wir, dass Klöster voller Reichtümer Beute sind. Nimm die Karte mit und nutze sie besser, als die sie genutzt haben. Mach ich. Eivor, sieh nur, ein Kloster. Ich bin bereit. Gib nur was den Befehl. Ist das da? Ja, okay. Nehmt, was ihr kriegen könnt und seid schnell! Oder wir erschlagen jeden Einzelnen und nehmt uns Zeit! Wenn wir so viel Glück haben. Attacke! Zu den Waffen! Findet die Schätze und nehmt sie mit! Und haltet die Waffen! Okay, ihr Loser. Ihr Christen. Da. Digga. Oh. Täufungsschlag. Ich bin Wikinger. Ihr wird getötet. Oh, Tür verriegelt. Wir müssen abbrechen. Die Waffen, Nachgeburt. Du Nachgeburt. Deine Mutter ist eine Nachgeburt. Hey. Hey. Oh, hier. Geköpft. Hörst du auf? Hallo? Rück. Jetzt. Haben wir noch was? So. Es brennt da drin. Was ist mit dir? Wiederbeleben. Okay. Bitte. Okay. Gehen wir mal weiter gucken. Bevor hier noch alles abfackelt. Na du. Hund. So. Ich glaube, wir wollen und müssen da rein. Habe ich irgendwie so das Gefühl. Hm. Okay, okay. Sieht nur etwas gefährlich aus. Da könnte man sich tatsächlich wehtun.
es brennt, ein Dörfler brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Der Michel steht vor der Tür. Genau, genau. Hihi. Oh, will er nicht hoch. Hab ich ein bisschen... Okay, okay. Ich gehe wieder. Alles klar. Keine gute Idee. Lösch dich, Alter. Lösch dich. Ah, hier. Ich brauche Unterstützung. Moin. Wer will zuerst? Hey, Digga. Nicht von hinten. Von hinten. Okay, dann müssen wir da mal rein. Oh, hier. Hey, ich schaffe das nicht allein. Machst du darauf? Jawohl. Genau. Da. Aber wenn es mehr gibt, nehmt ihr's mit. Direkt ein Mimesänger dabei, oder was? So, aber hier geht noch was. Komm ich denn da rein? Ich will da rein. So. Wie man es in so einer Kirche halt macht, ne? Los, ich brauche hier Hilfe. Ja, ist nur keiner da. Leute. Ja, du da draußen. Okay. Ich mach dir die Tür auf, Digga. Oder auch nicht. Und dann... Ach stimmt, ich kann ja auch... Axt werfen. Ah, oh, jetzt gerade nicht, okay. Noch gar nicht ausprobiert. Ich brauche Hilfe! Alter, warum kommt da keiner? Hier ist Fenster offen, Leute. Okay, kann ich noch irgendwas aufmachen, um die reinzuholen? Gibt's doch gar nicht. Großen Wikinger. Von der anderen Seite versperrt. Oder mich veräppeln? Okay. Ich komme nochmal raus, Leute. So. Die wollen mich da verarschen. Alter, das habe ich doch gerade von innen probiert. Na egal. Okay. Oder? Okay. Wir sind hier fertig. Zurück zum Schiff. Genau. Ja, aber cool. Sehr cool. Endlich zurück nach Pandora, ne? Schon zurück. So. In Gunnars Schmiede verbesserst du deine Waffen und Ausrüstung und passt sie an. Ja, dann bau mal.
Ansonsten hatten in letzter Zeit 3 Leute im Freundes- und Bekanntenkreis Geburtstag. Oh, viel Party, ja? Wunderbar, Eivor. Das war bestimmt anstrengend. Diese Schmiede ist größer und heißer als meine. Und dann fahrt er auch noch einen Runden. Eieieiei. Komm ich jederzeit besuchen. Bei mir findest du die besten Waffen 50 und geworden, Rüstungen. Ne? Ich komme, Gunnar. Ganz sicher. Gehen wir mal in unser Langhaus. Oh, was mit dir? Was können wir dir antun? Hi, Tom. Nun, da Basim und du hier angekommen seid, was werdet ihr tun? Wir haben viel zu erledigen. Wir beginnen in den Städten Englands. London, Jovorvik, Winchester. Alle drei werden von Mitgliedern desselben Ordens heimgesucht, zu dem auch Jutvi gehörte. Doch ihr Einfluss reicht noch viel weiter als das. Von allen Ländern der Erde ist Englerland wohl am stärksten betroffen. Richten Sie hier denselben Aufruhr an wie Kjötvi in Nordwege? Nicht nur Aufruhr. Sie verbreiten die Plage der Täuschung und lehren die Menschen, sich zu erniedrigen und zu quälen, um Macht zu erlangen. Das scheint dir sehr nahe zu gehen. Natürlich. Klar. Es ist der einzige Zweck der Verborgenen, den Körper und Geist der Menschen von unnatürlichen Fesseln zu befreien. Aber wir haben seit 4 Jahrhunderten keine Handhabe mehr in Englerland. Seit dem Sturz des Römischen Reiches war kein Verborgener mehr hier. Dadurch hatte der Orden der Ältesten viel Raum, um zu wachsen und zu gedeihen. Unsere Aufgabe wird nicht leicht sein. Doch mit einem Bruderschaftshaus könnten Basim und ich unsere Arbeit aufnehmen. Falls du Zeit und Material hast, um eins zu bauen, wären wir dir sehr dankbar. Ich sehe, was ich tun kann. Oh, in Deutschland wird Deutsch gesprochen. Ein sehr seltsamer Moment. Boah, ich hab genug. Ja, das ist heftig. Ich hatte mal einen Lehrer in der Schule. Lass mich überlegen. 6. Klasse. Hier werde ich gut. Der hat das auch immer können, gesagt. Eivor. Wir sind hier ich in Deutschland, hier wird Deutsch gesprochen. Wenn uns deine Arbeit nützt, sorge ich dafür, dass du sie machen Schwede. Kannst, solange du bei Aber der bist. War auch schon das sehr, sehr der alt damals. Ein gemeinsamer Feind. Würde mich nicht wundern, wenn der so Erste Weltkrieg Schlage geboren ist. Da, wo er am stärksten ist und die Bündnisse, die du suchst, werden sich leichter ergeben. In London halten sie sich nicht länger zurück. Wenn du sie ausschalten würdest, stünde die Stadt in deiner Schuld. Ich rede mit Randvi und werde sehen, was sie davon hält. Gut. Zuvor habe ich aber noch etwas. Ein Geschenk, das ich teilen möchte. Ein Geschenk? Ein Geschenk? Ich kann es dir hier nicht zeigen. Laufen wir doch ein Stück. Oh, ich soll nicht mit fremden Männern mitgehen. Machen wir später, Digga. Noch nicht ganz, aber ich komme bald wieder. Lass uns erstmal unsere aktuelle Mission erledigen. Ach, wen haben wir denn da? Geil. Übst du deine Wortspiele, Alvis? Ah, Eivor. Der einzige Mund in Midgard, dessen Spott ich fürchte. Du lehrtest mich die Kunst der Skalden, alter Freund. Es der Witz wurde vor auch gebracht, ja klar. Wie wäre es dann mit noch einer Klassiker. Ein Spottstreit? Jetzt so geil. Hier? Was sagst du? Oh, ein Wortgefecht. Okay, das probieren wir mal. Kennst du das, Looper? Kennst du Monkey Island, das Beleidigungsfechten? Ja, wo man einfach nur sich gegenseitig beleidigen musste. Das ist so ähnlich. Da muss man witzige Sprüche sagen, die dann ungefähr zusammenpassen. Ne? Okay. Also ich hab's jetzt einmal gehabt, ne, im Tutorial. Hat nicht ganz so geklappt. Wir gucken mal. Lass uns Spott streiten. Spott ich streiten. Ich immer gern ein paar Münzen. Die meisten von uns, die den Spott Ach, streiten, warum wollen die Geld? Teilen auch eine Liebe fürs Wetten. Aber heute verzichten wir darauf. Fangen Gut. wir an. Ich bin bereit. Beim Spottstreit sind Reime und Versmaß verlangt. Es zählt nicht nur der Klang, wenn man ordentlich zankt. So gib acht, welche Worte du wählst im Gefecht. Unterweist du mich, geht's meinem Herausforderer schlecht. Deine Lehren bereiten den Weg für den Sieg. Was du lehrst, trifft so hart wie ein Schlag ins Gemächt. Was du lehrst, trifft so hart wie ein Schlag ins Gemächt. Eine schöne Antwort. Der Reim war gut und das Versmaß hat genau gepasst. Ha. Lass uns jetzt über den Inhalt reden. Der Spottstreit nimmt Gegner recht bissig aufs Korn.
Die Gewitztheit zählt mehr als ein Ausdruck von Zorn. Sag ich dir, du bist töricht und dumm ohne Hirn. Dann sag ich, heiße Luft verbeult dir deine Stirn. Spuck ich dir ins Gesicht und zerbrich deine Stirn, mach ich bald einen Teller mehr aus deiner Stirn. Nehmen wir den ersten. Dann sag ich, heiße Luft verbeult dir deine Stirn. Ah, eine gute Antwort. Ich hab dich dumm genannt und du hast es zurückgegeben. Du hast mein Thema, Verstand, aufgegriffen. Wenn dir mehrere passende Erwiderungen einfallen, nimm die, die inhaltlich am besten passt. Vielleicht verstehe ich es jetzt so langsam. Also geh nun, sei siegreich, die Zunge dein Schwert. Schlag gewitzt dich, sei schnell, was dir auch widerfährt. Voller Freude erwart ich, wie es dir dann ergeht. Von mir kommen dann Sprüche, die kaum jemand versteht. Meine Gegner vom Reim und vom Witzsturm verweht. Du bräuchst schon in Kürze, was du mich gelehrt. Meine Gegner vom Reim und vom Witzsturm verweht. Makellos, ja. Boah, geil. Mit dieser Antwort hättest du mich besiegt. Alle drei richtig. Du zankst voller Können, vortrefflich gemacht. Gekonnt schwingst du Axt und auch Wort in der Schlacht. Danke, Alvis. Diese Lehrstunde merke ich mir. Elvis. Ich lebe gern im Langhaus. Ich fühle mich da, Charisma. So. Gehen wir mal zu Sigi. Hier drinnen. Ja, ja, ich komme. Alles gut, Bruder. Was bewahrst du in diesem Raum auf? Meine beste Waffe. Denn dieser Raum gehört dir. Hier kannst du ruhen, deine Axt aufhängen oder deinen Gedanken nachsinnen. Das ist aber nett. Gefällt er dir? Er passt zu mir. Ich schlafe aber genauso gern bei den Kriegern an der Anlegestelle. Ich brauche keine Sonderbehandlung. Das ist keine Sonderbehandlung. Ich will dich im Langhaus wissen. Nah bei mir. Ich mag Jarl des Clans sein, aber du und ich führen gemeinsam, wie immer. Also mach es dir bequem. Wenn du bereit bist, treffen wir uns bei den Ställen. Danke, Bro. Mach dich mit deinem Raum vertraut. Okay. Eine Kiste. Ein Kästchen für Nachrichten und Gesuche. Was will der mit 4 Laib Brot? Das wird doch schlecht. Oh, ich habe einen neuen Brief. Eivor, ich hoffe, dieses Zimmer entspricht deinen Bedürfnissen. Während unser Ruf in diesen Landen wächst und wir neue Freunde und Verbündete gewinnen, wird es wichtig sein, in ständigem Kontakt mit ihnen zu bleiben. Randvieh wird jeden Brief, den du erhältst, in diese Kiste legen. Sieh gelegentlich nach, Sigi. Okay. Ja, das machen wir zum Schluss, das mit dem Bett. Ah, es gibt Ränge. Rang Lager. Siehe unser neues Lager, das aus dem Rußhaufen geboren wurde, welchen die Söhne Ragnars hinterließen. Jetzt sieht es vielleicht noch etwas schäbig aus, aber mit etwas Mühe wird daraus bald ein Leuchtfeuer des Handels und der Kultur. Wir haben gerade Raum für die folgenden Angebote. Angebote. Schmied, Bruderschaftshaus, Stall und Vogelhaus, Handelsposten, Kriegerlager. Sobald die Schmiede steht und läuft, würde ich empfehlen, das Bruderschaftshaus zu bauen, da Haytham uns dabei helfen kann, Bündnisse in den Städten Englerlands zu schmieden. Sprich mich an, wenn du weitere Fragen hast, Randvieh. Ja, habe ich beide schon gebaut. War ich schneller wie ihr. Okay, Bett. Ein Bett wie dieses hatte ich nicht oft. Hier werde ich mich gut erholen. Nicht viel, aber mein eigen. Okay, ab zu Sigi.